Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier. Und jetzt geht's ordentlich aufs Fressbrett, weil wir haben jetzt die neue Mission hier und da geht los. Kurz auf die Uhr geschaut. Wunderbar. Es ist so spät. Ich habe mal das Datum verdeckt. wenn das noch jemand mitbekommt, wann das aufgenommen wurde, dann wird sich denken, das war doch schon vor Monaten. Und das lädt er erst jetzt hoch. Ja, ich nehme nämlich schon immer ein bisschen im Voraus auf. Ja, tut mir leid. Ich würde aber gerne nochmal Livestream machen, aber dafür ist das Internet zu schlecht. Viel zu schlecht, leider. Viel zu schlecht nicht, aber ich bin so ein Freund von guter Qualität. Wenn man schon streamt online, dann muss es auch gut sein. Ich will wenigstens 720p anständig ohne Bildartefakte oder ähnliches haben. Aber ich bin so ein Freund von 1080er und ja, dann braucht man halt noch ein bisschen mehr. So, Mondev wurde vor Jahrhunderten verlassen und bla bla bla. Was haben wir denn hier? Drei Zerg-Artefakte. So, dann machen wir mal die nächsten drei Zerg-Artefakte. Ich hab's nur ein bisschen so. Ich mag Zerg-Artefakte. Redstone. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Wieso? Was ist denn an Vulkanplaneten so schlimm? Man nennt mich Torsch. Ja. Ich bin dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Oh. Ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Haken? Ja, wo ist der? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Wow. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralien vorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Ich hasse sowas. Ach, auch noch das. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Na super. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Ich hasse es. Da kann ich dem, ich kann mich wirklich dem Guten nur anschließen. Also, ich hasse Lava. Also, naja, es ist in sich ganz lustig, aber hier, viele terranische Gebäude können abheben, fliegen und andernorts wieder landen. Dies ist nützlich, um Lava-Eruptionen zu entgehen. Ich liebe es, wenn Gebäude sowas können. Das hat schon, da gibt es ein Spiel, das nennt sich No Man's Land. Da konnte man mit Indianern die ganzen Gebäude einfach abbauen und wieder irgendwo anders aufbauen. Das war ziemlich fetzig. So, wie geht das jetzt? Einladen. Ah, abheben. V. Sehr gut. Mineralien abbauen. Oh. So, ergiebige Mineralien sind das. Die sind natürlich relativ schnell wieder dann da. So, jetzt muss ich aber mal gucken hier. Die brauchen wir jetzt nicht. Was ich natürlich brauche, sind Space Marines und ganz, ganz viele andere Mineralien. Ich muss auch gleich mal gucken hier. Wohin? Ah, jetzt kommt es langsam. 8000 Mineralien. Warnung, Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Wow. Bringt diese WBF sofort nach oben. Kapiert. So. Von mir aus. Okay, wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir brauchen gar nicht erst weiterzumachen. So, wie viel haben wir denn? 500 und hast du nicht gesehen. Gibt's hier eigentlich noch weiter? Verstanden. Nach oben irgendwo? Alter. Ach so. Die Gefahr ist vorüber. Ah, sehr schön. Also das ist doch mal cool. Ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Sehr schick, sehr schick. Na dann, ja, das können wir erstmal hier so lassen. Und oh, was haben wir hier? Irgendwelche Lava-Viecher kommen gerade und versuchen mir auf den Sack zu gehen. Ich brauche mal noch schnell ein paar von den Teilen. Bereit machen!
So, ihr Viecher, geht mal alle drauf hier. Komm los, mach die kaputt. Was sind denn das für Dinge? Immer mit der Ruhe. So, muss mal nach schauen, dass ich hier die anderen Zerg-Artefakte bekomme. Wir sind einsatzbereit, ja? Sei einsatzbereit. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier ja. Ah, Vespingas kann ich bauen. Ah, sehr schön. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Wunderbar. Die sind echt hart drauf. Sehr schön. Und genau die brauche ich auch. Sehr schick. Wo können wir die denn ausbilden? Hier. Tech-Labor brauche ich dazu. Na gut, bauen wir halt ein Tech-Labor dazu. Sonst kann ich hier nichts weiter bauen. Und hier brauche ich nochmal so ein... So ein Type brauche ich da. Hier ist auch nochmal so ein Vespingas-Teil. Also ich habe schon eine Zehntel. Ja, Recher, das sind die, die mir ja, gesagt wurden. Bla bla bla. Sind halt coole Jumper, ne? Wie können die überhaupt... Ach so, das machen die automatisch. Sehr schick. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Also das ist schon mal cool. Ah, so hoch kommen die natürlich nicht, aber wenigstens ein bisschen was. Okay, dann gucken wir doch gleich mal nach. Los geht's. Da oben irgendwo. Sieht das aus wie eine Anhöhe? Ist sogar eine Anhöhe. Schon unterwegs. Sehr schön. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Gucken wir uns da mal gleich mal um hier. Los geht's. Echt harte Jungs, ja. Harte Jungs, die kurz vorm Verrecken sind. Dann brauche ich mal noch ein paar Sanitäter. Und das ist so ein WBF. Ich könnte natürlich auch... Ja, ich werde es ein bisschen in die Länge ziehen hier. Ich könnte natürlich versuchen, das Ganze möglichst schnell jetzt... Von mir aus... ...nach hinzubekommen. Aber... So, ich weiß jetzt nicht, wie lange der für dieses Kommandoding braucht, deshalb baue ich das einfach mal hier. Der Doktor ist da. Wunderbar. Oh, Sir, Sir. Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn Sie den nicht erledigen cool. könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Okay, also das auch noch mit dazu. So, Brutalisk. Wunderbar. Das heißt, ich brauche ganz viele Rächer, damit ich die Brutalisken kaputt hören kann. Oh, Rächer sind sogar relativ billig und kosten sogar auch noch ein bisschen Vespin-Zeug, hast du nicht gesehen? Sehr schick. Schick, schick, schick. Eins, zwei. Eine Minute haben wir noch. So. Bereit machen, Jungs. Ich stehe gleich mal hier mit Ihnen. Toll, dass hier noch steht, wie weit man denn laufen kann. Für die ganzen Angelegenheiten. So, wie viele brauchen wir denn noch? Einer ist da. Dann braucht man noch... Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich schon ziemlich viel, aber ich will unbedingt dieses Teil hier kaputt haben. Soll ich irgendwas umlegen? Nein, mal gucken. Wow. Tosch hat euch geschickt. Das wurde aber auch Zeit. Sehr schön. Lass uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nischt wie weg von diesem Planeten, wa? Dann nischt wie weg. Herrlich. Das Berlinerik, wa? Das geht ja majanisch. Eine Kommandozentrale, keine neue WBFs, die in Gefahr sind, einladen und sie wieder ausladen. Das ist doch mal cool. Schlechte Neuigkeiten? Aber bis da hoch kommt die wahrscheinlich dann nicht. Aber das ist auch nicht so schnell, ne? Okay, hier runter kommt man natürlich auch nicht. Wow, jetzt wird's interessant. Die lassen wir mal genau da stehen. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Ah, es wird immer zur Vorsicht geraten. Wo habe ich denn eigentlich meine Jumper? Ich höre. Hier. Ich könnte ein bisschen. Alter, wie die abgehen. Evakuieren Sie umgehend die Tiefe. So, was ist denn das für Leute? Nochmal Rächer. Was liegt an? Na dann. Das ist alles. Tiefer gelegen Reiche. Kostet uns ordentlich Zeit. Oh oh. Ich werde Verstärkung rufen. Och, blöd. Das habe ich der Kraft jetzt nicht geachtet. Ja, ich geh schon. So eine Scheiße. Das ist mir jetzt echt nicht eingefallen.
vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Nur zu. Warten, schlechte Neuigkeiten? So. Wow, nee, Moment. Drei brauche ich. Und die fünf. So, das sind jetzt die Dreier von hier vorne. Was wichtig? Generalienfeld erschöpft. Ah, okay. Ja. Müsste funktionieren. 3, 4, 5. Wunderbar. Jetzt muss ich aber trotzdem noch irgendwie versuchen, diese Viecher hier rauszubekommen. Ich brauche ganz, ganz viele von diesen blöden Jumpern. So, mit Pingas. Du kommst daher mit hin. Und du bist dann noch Nummer 3 und die Sache dürfte funktionieren. Okay. Armee war hier. So, das ist jetzt ja, Nummer 1. Und lässt das Gebäude, wenn es geht, hier ab. Na dann. Hier oben geht's dann sowieso nicht mehr weiter. Geht schon. Ja, ich geh schon. Schick, schick, schick. Mineralienfeld erschöpft. Was? Gut gemacht. Das ist aber ziemlich schnell erschöpft, du. Eine Hand wäscht die andere. Ja, ja, ja. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Nice. Rache serviert man kalt. Wunderbar. Erledigt. Kann natürlich hier einfach suchen, hier auf Nummer sicher zu gehen. Alter! Schon unterwegs. Wird erledigt. Natürlich. Mineralienfeld erschöpft. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Wird gemacht. Ich kann den einfach kiten, wie geil ist das denn? So. Warum nicht? Und weiter und weiter. Ist das mies, ey. Die simple und einfachste Methode aller Zeiten. Kiten. Wieso hab ich... Das ist ja cool. Jeder ist jetzt voll... Yeah, nice. Okay. Das ist alles. Haben wir jetzt die ganzen Zergverbesserungen. Schick, schick. Okay, und einer von denen ist tot. Na, klasse. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Minute und hast du nicht gesehen? Gut, damit die dann... Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht, ja? Das geht ja mal ja nicht. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Ja, klar. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Als ob ich mir da Gedanken machen muss. So. Hab ich mir erschreckt, ja. Die Jamaianisch, ja. So, eine Minute. Die, oh. So, und einladen und Abflug. So. Haben wir erstmal das alles hinter uns gebracht. Ja, ich geh schon. Ich frag mich, ob die von der Lava betroffen sein können, diese Wäsche. Weil die haben ja, die fliegen ja die ganze Zeit, die berühren ja den Boden nicht. Kann aber trotzdem nach hinten was gehen. Springt dabei raus. Oh. Oh, das ist alles. Nichts, womit ich nicht... Laufen wir einfach mal. Gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was passiert. In Ordnung. Wie viel haben wir denn? 3000 und passt doch. Oh, ja, gut. Und die sind gar nicht mehr dabei. Oh, das ist doch gut. In dem Moment, in dem das passiert, zack.
kurz danach hat man nochmal Zeit, alles in Sicherheit zu bringen. Und alles safe. Wie geil ist das denn? Schick. Jetzt die Frage, gibt es hier noch mehr Sachen, die man erkunden kann? Weil ich habe hier gerade mal die Hälfte der Karte erkundet. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Ah, die Viecher zeigen mir auch genau, wann was ist. Und ausladen. So. Geht weiter. Na dann, wie viele kann ich denn hier überhaupt einladen? Ja, 5 anscheinend, hä? Oder hast du nicht gesehen, irgendwas? So, das Ding hier werde ich mal noch zum Reparieren ranbringen. Das Ding hier macht mal einen Abgang. Setze ich jetzt mal hier hin. Ungeeignete Landezone. Ja, ja, du mich auch. Wow, Heigen erschreckt! Hört ihr Macht? So, das ist jetzt Nummer 4. Brauche ich nämlich ganz, ganz dringend. Die dürfen nicht kaputt gehen. Und jetzt haben wir noch ein paar Rächer mit dem Becher. Ich höre. Die sind echt verdammt stark. Können wir hier noch was machen? Aber hier kann man hochjumpen. Wow. Und Minen, komm. Das sind ja richtige Zerstörer. Wie geil ist das denn? Bis auf die Tatsache, dass die ziemlich schnell kaputt gehen, aber... Wow. Na wundervoll. Wo sind jetzt hier meine? Bam, 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 bam. Jupp, die kommen ganz gut klar. So, 4. Das sind dann jetzt die neuen Zweier. Die alten Zweier, beziehungsweise das Heilungsding ist irgendwo. Oh. Die müssen erstmal alle hochgebaut werden. Was gibt's denn mal noch hier, was man machen könnte? Ich habe ja eigentlich genug Baueinheiten. Dann könnte ich auch mal hier eine entbehren. 2600. Noch eine Kaserne bauen brauchen wir ja eigentlich nicht. Was ich brauche, ist einfach nur... Ja, passt schon. So, ein paar von denen. Aber so viele von diesen Teilen kann ich mir auch nicht mehr. So. Deine Männer arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir brauchen. Natürlich. Ja. Schon unterwegs. Und ich sammle die ganze Zeit mit den Rächern, mit den Bechern. Wow. Da, 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 da. Los geht's. Oh, da haben wir ja noch ein paar. Shake. Wieder noch welche. Hier kann ich auch noch mal was suchen. Das ist ja cool, ey. Hier sind sogar Treppen drauf. Echt schick. Schick, 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 schick. Und hier gibt es natürlich nichts anderes mehr. Na komm, erstmal die Gegner, bevor wir irgendwas anderes machen können. Wow. Oh je. Nein. Nicht schon wieder Rächer kaputt gemacht. Das ist doch Blödsinn. So, dann lassen wir hier mal noch ein paar machen. Moment, da, 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 da. Hier was. So, der gibt was ab. Und dann brauche ich nochmal solche Viecher. Darf sonst noch was sein? Ja. Vor der Landung habe ich eine Minute. Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. So, was haben wir denn? Einladen. Oder? Ja, das Ding muss erstmal noch abgebaut werden und dann schauen wir weiter. Oh. Das war's dann. Na wunderbar. Einladen. Oh, oh. Wow, Heigen erschreckt!
Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Was nicht jetzt? So, die müssen schnell wieder zurück hier. Los, 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 los. Oh. Warnung. Komm schon. Steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Zack, und ab nach oben. Und du wirst sowas von elendisch draufgehen. Nein! Scheiße. Das war ja so offensichtlich. Die müssen ja kochen da drin. Ey. So, und das ist ein Tech-Labor, ja, klar. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Ja, 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 ja. Fortfahren. Hi. So, immer die dahin, die dahin und die dahin. So, alle chick, alle chick. Wir hatten das sowieso alle schon. Da können wir gleich nochmal hier hin. Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Oh, 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 nee. Das Ding muss dahin. So, und nach unten. Und zwar dahin. Schlechte Neuigkeiten? So, na komm schon. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Und hat's gelandet? Hat's gelandet? Schick. Wo könnte die jetzt Hilfe gebrauchen? Na komm schon, lande, lande, lande. Warum still? Wie das absackt. Okay. Haben wir eigentlich fast alle hier, ne? Die noch. Wunderbar. Habe ich dann bald alles hier erkundet und gewerkelt. Ob man eigentlich dann die Bunker sichern kann, das wäre ziemlich geil. Und hier kann ich eigentlich auch noch mitmachen. So. Wer hätte man denn hier eine nächste Anhöhe? Hier. Ja, da muss ich dann hier nach unten gehen. Ist auch nicht so schlimm. Krieg mal hin. Ich war mal bei 6000. 3, 4, 5. Die kommen alle nach. Und die neuen Neuner. Und wieder ein neuer Turm da. Schick, schick. Yeah, das übt. Die heißen nicht ohne Grundrecher, ey. Das sind nur ein bisschen Motherfucker. Er hätte schon viel früher hingehen sollen. Bam, bam. Ach stimmt, die kann man ja nicht angreifen. Das sind ja diese Maden, aus denen entwickeln sich ja... Ja, Gebäude bzw. irgendwelche anderen Viecher. Fast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Ja. Nur noch ein paar. Ach stimmt, der kann nur Bodeneinheiten angreifen. Das sind Spuren von weiteren Mineralien auf der anderen Seite des Canyons. So. Na komm schon, wo kann man denn noch hin? Ja, wunderbar. Wow. So, na dann. Oh, bald fertig. Dum, da, dum, dum, dum. Die Becher kosten aber auch ganz schön. Und eine Minute noch. Danach ist schießt. Schießt im Schach. Ich brauche wieder neue Rechner. Ich hätte die eigentlich jetzt nicht ausbauen sollen. So ein Blödsinn. Aber ich kann diese ergiebigen Mineralienfelder einfach nicht anklicken. Hätte ich nicht. Hätte man mal hätten wissen können, wie viel da noch drin ist. Und hier wird das leider auch nicht angezeigt. Schade. Nee, ihr braucht keine Hilfe. Ihr kommt klar.
Wenn ihr Hilfe braucht, dann merke ich das. So. Oh, jetzt wird es langsam kritisch. Was liegt an? Ah, nee, Moment. Ich muss ja hier runter. So, na komm schon. Oh, ich bin fertig. Shake. Saubere Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden. Schon fertig. Du bist wirklich so gut, wie die Leute sagen, Rainer. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten können. Ganz, ganz doll viele. Ich will aber ich hasse diese Lava Planet. Töten Sie in Tanz auf dem Vulkan, auf dem Schwierigkeitsgrad normal, den Brutalisten mit Hilfe der Lava. Oh, das ist gut. Bin da, werden auch finden Sie in Tanz auf dem Schwierigkeitsgrad alle Mitglieder von Tosh's Crew. Ja, 21 Minuten. Alter, hat das gedauert. Aber immerhin, 110.000 Credits. Irgendwann wird es bei uns auch mal diese Credits als Währung geben. Aber in der wirklich ewigen Zukunft. Irgendwann, wenn die lokalen Streitigkeiten auf der Erde fertig sind und die Leute endlich mal begriffen haben, dass das überhaupt totale Gülle ist. So. Gute Arbeit, Sir. Na dann. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosh an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein. Und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt ist fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Naja. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Das ist dieses typische... Dieses Getue ist schon ein bisschen leicht hochnäsig. Ach, nee. 25 Minuten später, nachdem wir uns fast den Arsch weggebrannt haben auf dieser blöden, blöden Vulkaninsel. So, jetzt müsste theoretisch alles aus sein. Wundervoll. Neues Forschungsprojekt Infernum. Was haben wir denn alles in den Nachrichten? UNN Studios, Vermilion Live. Donny Vermilion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen, verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Partner ist ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Oh, Mann. Aber ich kann Ihnen versichern, dass uns ein auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass. Und Sie. Werden. Das ist doch. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermilion für UNN. Wegen Beep und Beep und Beep, 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 Beep. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Naja, jetzt zum ersten Mal. Ich kenne jetzt seinen Vornamen. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Oh. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Ja, ja. Kann schon sein. Ein Haufen kampfbereiter Leute. Ja, ja, ja. Aber hier gibt's keine neuen mehr. Na, nö, nicht mehr. Gut. Die Brücke. Auf zur Brücke. Ah, da ist Toshi. Ah, da er hat aber eine coole Rüstung. Wir geben ein gutes Team ab, du und ich. Du, was machst ich, du wir beide Tosh? Zusammen. Ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Mm. Auf einem Planeten namens Belshir. Interessiert? Vielleicht. Immer. Was springt denn für mich dabei raus? Ich habe nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Reno alles tut, um Mengsk die heiß zu machen. Ja, so ein bisschen. Dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später. Woher habe ich denn das Wort Hyperion schon mal gehört? Außer natürlich hier in dem Spiel, aber das zählt ja jetzt nicht.
So, hätten wir das und auf zum Arsenal. In unserem Arsenal gibt es neue Sachen, hoffe ich. Ja, wunderbar. U-238 Kugeln, Rächer erhalten plus 1 Reichweite und verursachen an leichter Panzerung plus 3 Schaden. Geil. Antipersonenladung mit einem großen Explosionsradius. Was ist das denn? Sieht schick aus. Fallkleiner, diese Pistole explodiert kurz nach dem Abwurf. Die erste Explosion gibt ein Cluster kleiner Ladung. Achtung, Enlightenment Dynamic übernimmt keine Haftung für den Tod verbündeter Einheit. Herrlich. Das heißt, es kann auch nach hinten ausgehen. Was haben wir denn da? Ja, ein bisschen mehr Reichweite für die ist da eben ohne mal gar nicht so verkehrt. Was haben wir denn hier? Ach, Raketenturm. Hellstorm-Raketen. Naja, also hier sieht das ein bisschen... Das hätte ein bisschen mehr Schaden machen können. Dann hätte ich gedacht, hey, ja, das hole ich mir. Trefferpunkte brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Was ich jetzt mehr wäre, ja genau, hier. Mehr Reichweite und mehr Schaden zur selben Zeit, das ist natürlich ziemlich geil. Ja, werden wir nehmen, kaufen. Dann mal gucken. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur eine Fähigkeit, die brauche ich jetzt nicht. Was dann nämlich noch interessant wäre, wäre... Dieses Fahrzeug habe ich schon total ausgebaut. Neo-Stahlbunker, nee, Anzahl, bla bla bla, Reichweite, Adapt im Bunker, die Trefferpunkte von Raketen. Nee, gut, so, schließen. Also, mit dem kann ich gerade nicht reden, dann gehen wir mal Schiffsmesser Warmerschein. Auf in das Labor. Ah ja, den Zergtank. Die kann ich jetzt die ganze Zeit angekommen. Der ist ja gewachsen. Na hoi. Die geborgene Zergprobe entwickelt sich immer weiter. Sie hat keinen neuralen Kortex entwickelt, zeigt jedoch eindeutig motorische Funktionen. Sie gibt mehr Hitze ab, als sie jemals in diesem Tank absorbieren könnte. Ich verstehe langsam, warum Zerg sich so gut eingraben können. Sehr ausgeklügelt. Sie verfügen über Milliarden kleiner Muskeln, die auf niedriger Frequenz vibrieren, wodurch das Erdreich effektiv gelockert, Gestein zermahlen und Vegetation zerstückelt wird. Sie können durch den Boden schwimmen. Das ist zwar nicht so schnell wie laufen, aber es fehlt nicht viel. Ich sehe auch schon einen Weg, wie wir dieses Wissen sinnvoll umsetzen können. Na, hoffe ich doch. So, ja, das Ding haben wir schon. Forschungskonsole. Gucken wir mal rein. Also, kann ich dir wenigstens mal was Neues machen hier? Nein, dafür brauche ich 10. Wie viel habe ich? 11. Oder? Ah, wählen Sie. Ich kann schon. Wunderbar. Ja, was ist denn das hier? Kommandozentralen können mit der Zwillings-E-Big-Kanone ausgestattet werden. Flammenturm, der sich außerhalb des Kampfes tarnt. Das ist geil. Planetare Festung. Kommandozentralen können mit der Zwillings-E-Big-Kanone ausgestattet werden. Jetzt die Frage, was ist cooler? Das ist schon mal cool. Ich schieße aber ziemlich langsam. Die Planetenfestung kann nicht abheben. Oh, das ist ja gerade der Sinn. Verleiht zu die Panzerung und die Zwillingskommandozentralen können zu planetarer Festung ausgebaut werden. Und was haben wir noch? Flammenturm verursacht massiven Flächenschaden. Tarnt sich und nicht im Kampf. Nehmen! Alles, was irgendwas wie mit Brennen zu tun hat, wird hier gebaut. So, Hansen, was gibt's? Aus meiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jorium gefunden habe. Das heißt? Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz ohr. Das da wäre? Was sind das für Eigenschaften? Jorium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Ist ja cool. Damit vor. Na, gerade das, was man da ja gemacht hat, ne? Psi-Fähigkeiten. Schick. Na dann, speichern.